Ach, natürlich können wir da jetzt noch shoppen gehen. Das ist doch logisch. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Ach nee, das verschwende ich jetzt nicht an dem. Ach, das ist ja noch einer. Ich bin nicht nur zur Zierde da. Das hoffe ich doch nicht. So, ach, jetzt haben wir keine mehr. Okay, haben wir schon abgebaut alles. Dann kümmern wir uns jetzt um die Knallkörper da. So, damit haben wir schon mal 66 von 75 getötet. Begib dich zur Schiffsbrücke. Okay. Und sofort töten wir die da noch. Och, wie süß. Kleine Rekruten. Mal gucken, ob wir noch eh irgendwo finden. Hoffe ich, das geht irgendwie. Ach, na gut, da sind noch zwei. Dann ist die Quest fertig und wir kriegen Level ab. Besiege den republikanischen Wächter. Das hört sich nicht so gut an. Yes, 35. So, was können wir jetzt vor lauter Schreck machen? Kraftschuss und Spürrakete, damit schränken wir um 15% die Angriffszeit von Entladen zu beenden und den verursachten Schaden des nächsten Entladens um 25% zu erhöhen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 6 Sekunden auftreten. Ist geskillt. Ach, den Typen. Ist ja Gott sei Dank nur ein Silberling. Will der Typ mich da verarschen oder was? Der lässt mich einfach links liegen. Hallo, hier bin ich. Ich bin wichtig, nicht du. Anmarsch. So, wir haben eine Sturmklinge gekriegt. Ja, Ausdauer, Windskraft, warum nicht? Verteidigungswert und Schnelligkeitswert. Ihr seid also noch am Leben, was? Vielleicht lohnt es sich ja doch, euch zu töten. Beeilt euch und lasst mich hier raus, damit wir das ein für alle Mal klären können. Oder habt ihr Angst davor, gegen einen gleichwertigen Gegner zu kämpfen? Die Zelle steht euch. Betont eure schlechten Seiten. Natürlich. Jemand wie ihr könnte mich niemals besiegen. Da begafft ihr mich lieber wie ein unbedeutender Zuschauer. Kommt schon, überrascht mich. Macht die Tür auf und stellt euch mir wie ein Kämpfer. Wie heißt das Zauberwort? Wo bleibt da der Spaß? Ich will, dass ihr mich anfleht. Das hättet ihr wohl gern. Abschaum. Gut. Ich flehe euch an. Ich kann so nicht sterben. Bitte. Ihr verdient den Tod eines Kriegers nicht, Mistkerl. Lassen wir ihn.
soll er sterben, wenn das Schiff in Stücke zerfällt. Die Freude, ihn selbst zu töten, lasse ich mir nicht nehmen. Ganz genau. Wir zwei haben schon lange etwas zu regeln. Ich hole mir meine Ausrüstung und wir beenden das Ganze. Hier und jetzt. Was? Niemals. Ich wollte nur einen sauberen Schuss bekommen. Ihr seid also doch ein Feigling. So können wir ganz sicher gehen, dass er tot ist. So, Zugriff, mal gucken. Achso, so ist jetzt, so hätten wir Taro dann rausgelassen oder was? Wenn wir dann wirklich gegen kämpfen hätten wollen, sollten, durften, was auch immer. Der Typ den verarschen, warum ignorieren mich immer alle? Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Ich bin mir wahrscheinlich zu klein. Deshalb übersehen mich immer alle. So, es geht dann nach links zur Brücke. Zumindest sehe ich das so. Ich habe keine Angst. So, weg mit dir und her mit dir. So, ach, wir sind schon voll. Das ist sehr gut. So, warum habe ich immer das Bedürfnis zu speichern? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich spiele ich zu viele Rollenspiele. Da ist noch so ein Knallkörper, ey. Genau, heule. Und weg ist er. Das nehme ich mit, das brauchst du nicht mehr. Sprich mit Kellyan Yaru. Zuvor töten wir noch seine Ingenieure hier vorne, ne? Nicht, dass du uns wegschubst. Ist ja schließlich ein Jedi. Wie wir alle wissen, spielen Jedis unfair, wenn es um Prinzipien geht. So, und das war's auch für dich. So. Der ist auch hinüber. Gut, wir könnten uns ja so hinstellen, dass er uns nicht hier reinschubst, aber Sicherheit geht ja nochmal vor. Natürlich soll die ganze Crew. Wieder okay? So, ich denke mal sehen. Na, ich würde mal sagen, wenn wir eine Seite reinigen, gereinigt haben, jetzt das dürfte ausreichen. So, noch kurz nachgebufft. Ihr habt ziemlich viel Ärger angerichtet. Doch damit ist nun Schluss. Ich gebe euch die Möglichkeit, eure Waffen niederzulegen und euch zu ergeben.
Ist euch das schon mal gelungen? Manche Leute haben Verstand. Andere müssen unterworfen werden. Ihr werdet eure Waffen fallen lassen und euch mir ergeben. Nun. Tut mir leid, aber das Angebot muss ich ablehnen. Meister? Still, Padawan. Ich kümmere mich darum. Dieser Kopfgeldjäger hat einen viel stärkeren Willen als der andere. Hört mir zu. Ich weiß, dass die Mandalorianer mich tot sehen wollen. Aber die Schlacht von Coruscant ist schon Jahre her. Rache nützt niemandem. Ich flehe euch an, euer Leben nicht wegzuwerfen. Gebt diese Jagd auf. Nö. Ihr verschwendet euren Atem und meine Zeit. Sterbt. Tendis, dein Lichtschwert. Ach, daneben, Scheiße. Kümmern wir uns erstmal um die Pläne. Ich bin nicht nur zur Zierde da. Ihr Kopfgeldjäger, tötet mich, wie ihr meinen Meister getötet habt. Nur zu! Ganz wie ihr wollt. Euer Meister ist aufrecht gestorben. Ihr nicht. Sie war keine Bedrohung für euch. Es schien mir einfach besser so. Na, jetzt ist es sowieso zu spät. Der Kreuzer kann auf der Brücke für einen Hyperraumsprung vorbereitet werden. Es wäre auch nicht schlecht, wenn wir den Traktorstrahl abstellen. Danach würde ich die Kontrollkonsole zerstören. Nur damit niemand die Einstellungen rückgängig machen kann. Und dann rennen wir. Ja, das ist doch mein Plan. Geil. Wir sollen fliehen und was kommt? Noch mehr Gegner. Wir haben eigentlich keine Zeit für so einen Scheiß. Aber müssen uns trotzdem mit den Viechern beschäftigen. Das ist eigentlich ein Widerspruch an sich, die Quest. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Warum rannt hier so ein Spinner raus? Ist ja nicht so, als wie es eilig hätten oder so. Da kommt uns garantiert noch.
aber nur so leichte Bewaffnung, also von daher. Können wir hier runterjumpen? Geht doch viel schneller. Ja, ist ja gut. Wir haben es verstanden, der Alarm. Ja.